Biraz sonra seyredeceğiniz karşılaşma 2 Aralık 1983 yılında Stuttgart'ta yapıldı. Rakibim 350 civarında amatör olarak maç yapmış. Defalarca Balkan şampiyonu olmuş. Olimpiyatlarda madalya almış. Yıllarca Yugoslav milli formasını giymiş bir boksör. Profesyonellikte ise yaptığı 25 karşılaşmada hiçbir mağlubiyet almamış. Bir defa Avrupa şampiyonluğu ünvan maçında Fransa'da ağır siklet şampiyonuna karşı 12 round üzerinde sayı ile mağlup olmuş. Avrupalı organizatörler ise Vedat bu tür bir boksör için ancak bir basamaktır. Düşüncesindeydiler. Ben de Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz diyordum. Bu vesileyle rakibimi yenmeyi kendime vazife kıldım. Aslında benim yarı ağır siklet boksörü olarak ağır sikletteki boksörü yenebileceğimi hiçbir boks otoritesi düşünmüyordu bile. Takdiri siz sayın seyircilere bırakıyorum. Ein Schwinger in die Luft, der kostet nur Kraft. Und Popovic war schnell genug weg, um so einen schweren Treffer nicht kassieren zu müssen. Aber auch das macht Popovic genauso und Akova ist weg. Der Cruisergewicht war recht schnelles Anfangstempo, das bestimmt auf Dauer langsamer wird. Und Akova versucht zu fighten. Aber Popovic hält. Und Sigi Hahn ermahnt beide zum sauberen Boxen. Es ist ein Boxkampf, keine Schlacht. Schön die Rechte jetzt von Popovic. Ansatzlos geschlagen. Akova kennt nur einen Stil, nach vorne nehmen und dann austeilen. Beschäftigt sein Mann mit der linken Führhand. Seine Landsleuten, die reichlich hier heute erschienen sind, für ihn und Marian Benisch. Was mit ihm weiter zu rechnen ist, er boxte ja schon einmal in die Europameisterschaft verloren, recht knapp nach Punkten gegen Lucien Rodriguez in Frankreich. Und das hofft er noch einmal zu erreichen, denn er traut sich zu, auch Rodriguez schlagen zu können. Er kommt aus dem neuen Hessen-Boxstall von Peter Gold und Akutos. Und Akova lässt die Fäuste fliegen. Jetzt wird Akova nach dem Rechten angeschlagen. Aber noch sehr beweglich, der Türke, das muss man sagen. Und da die Rechte schwer getroffen. Er lächelt zwar, aber ihm hat es ihm bestimmt nicht getan. Und die Rechte wieder. Hallo Kinnwinkel. Popovic gibt ihm die Chance, sich zu erholen. Warum, weiß ich nicht. Weiße Drohne. Akko war der Mann, der härter schlagen kann. Aber er versucht sich da einen Mann zu stellen. Und beide arbeiten jetzt mit den Köpfen, das ist gefährlich.
das Auge von Popovic. Länger mit seiner linken Führer arbeiten, dann die rechte folgen lassen. Aber da kommt der Gong.